Die sogenannte letzte Posaune in 1. Korinther 15 bezieht sich auf die Entrückung der wiedergeborenen Christen und hat absolut nichts zu tun mit dem siebten Posaunengericht in Offenbarung 11. Die siebte Posaune ist ein Gericht über diese Welt in der zweiten Hälfte der Drangsalszeit. Und die letzte Posaune bzw. Posaune Gottes ist ein Aufbruchssignal. Diese beiden haben nichts miteinander zu tun. Falschausleger haben diese fälschlicherweise in einen Zusammenhang gebracht und haben damit die Entrückung in die Drangsalszeit hineingelegt, was natürlich völlig falsch ist, denn die Entrückung ist eindeutig vor der Drangsalszeit. Paulus bezieht sich nicht auf die siebte Posaune. Die Offenbarung wurde 30 Jahre nach dem Korintherbrief geschrieben von Johannes. Paulus bezieht sich nicht darauf, sondern er gebraucht eine antike Illustration aus dem Bereich des Militärs. Denn wenn es im Militär einen Aufbruch gab, das der Aufbruch eines Heeres, gab es drei Posaunen und bei der letzten Posaune ist das Heer tatsächlich aufgebrochen. Darauf bezieht sich Paulus als Bild. Das heißt, bei der Entrückung ertönt sozusagen die letzte Posaune. Damit wird der Aufbruch der wiedergeborenen Christen zu Christus hin illustriert. Und das hat nichts mit einem Posaunengericht in Offenbarung 11 zu tun. Nun, das ist ein sehr gutes Beispiel für falsche Bibelauslegung, für falsche Exegese und woraus tatsächlich auch falsche Lehren abgeleitet werden.